begrüße euch zu einer kleinen Demo-Version. Wie heißt's? Girlfriend vom Hell. Ja, irgendwie will er uns nicht heiraten und dafür rächen wir uns natürlich, wie Frauen so sind. Okay, Moment, ich bin jetzt irgendwie auf dem falschen Bildschirm, kennt ihr das? Hallo, Maus. Wo ist meine Maus? Ach du, Hebe. Okay. Deutsch ist klar. Wir starten einfach nur. Das Spiel ist Demo, klar. Soll wohl im April erscheinen. Wir gucken es uns einfach mal. Was war denn das? Level 1 Training, Level Name. Level 1 Training, was machen wir denn? Keine Ahnung. Gehen wir in Training. Mia liebte Hakuto mehr als das Leben. Sie waren 5 Jahre lang zusammen und er war der beliebteste. Zucker? Soll das Zuckersymbol sein? Person in ihrem Leben. Und er war die beliebteste Person in ihrem Leben. So rum. Sie tat alles, was er von ihr verlangte. Mia träumt schon seit 5 Jahren von dem Tag, an dem Hakuto sie heiraten wird. Aber es ist nie passiert. Mia hat beschlossen, Hakuto zu bitten, ihr Ehemann zu werden. Sei mein Ehemann und ich werde deine Frau sein. Sie hat ihm einen Antrag gemacht, okay? Nein, danke. Videogames amor important to me. Also er spielt lieber wie zu heirate. Ich werde ihr Leben gestanden. Eine lebende Hölle. Okay. Dann schauen wir uns die lebende Hölle mal an, was wir tun müssen. Not welcome. Na, das müssen wir schon mal sehr einladen. Go away. Okay. Guck mal in den Schrank. Geht es? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das machen muss, was ich steuern muss. Okay, die Tür geht auf. Dann gehen wir mal rein. Es ist an der Zeit, dass du das Leben zur Hölle mache. Sammle die Gegenstände in den Regalen und baue daraus Fallen. Befolge die Anweisungen der Hand. Die Anweisungen der Hand. Was für Hand? Wo bist denn du jetzt? Ich sehe dich gar nicht mehr, weil die Dings drüber ist. Ah, warte mal. Ich sehe doch nichts. Kann man das mal wegmachen? Ah, wenn ich so... Okay, er guckt noch andere Frauen. Nein, Junge. Geht gar nicht. Machen wir den Kühlschrank auf. Mikro. Mülleimer. Ja, wisst ihr, an was mich das erinnert? Kennt ihr Neighbors from Hell? Es erinnert mich an Neighbors from Hell. Oh, okay, durch das Zuckerzimmer. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Hilfe! Was macht denn die jetzt? Ich habe doch nichts getan. Das ist wie Neighbors from Hell. Okay. Wir laden nur nochmal neu. Ich muss versuchen, da irgendwie reinzubinden. Er zockt lieber wie zu heiraten. Soll's geben, ne? Soll vorkommen. Ja, ja. Go. Okay, er ist oben auf dem Balkon. Hallo, ich entwickle das Spiel. Danke, dass Sie mein Spiel spielen. Verzeihen Sie mir, wenn das Spiel nicht perfekt ist. Das ist mein erstes Spiel. Sie sind fantastisch. Ich bin fantastisch. Nein, ich bin mir nicht so sicher. Okay, ich brauche jetzt also Sache, die ich irgendwie nehmen muss. Aber ich gehe jetzt nicht hoch. Das ist hier oben auf dem Balkon. Ich kann die Tür, dann gehe ich da hoch. So gehe ich da hoch. Ah, okay, da darf ich nicht hin. So komme ich in dieses Zuckerzimmer, wo ich nicht hin soll. Okay, wo kann ich noch hin? Ich muss jetzt erstmal alles anklicken, um zu sehen, was ich überhaupt machen kann. Sorry, Leute, aber ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier kann. Ich kann nur da hoch. Kannst du jetzt mal wegmachen, bitte die Schrift? Ich kriege einen Knall. Jetzt. Okay, er guckt seine Nachbarin teil. Junge, das tut man nicht. Da darf ich nicht auf. Aber ich soll doch was nehmen. Ich kann gar nichts nehmen.
Wie sind die jetzt überhaupt? Madame, wo achtest du? Was ist da ohne? Ich check's gerade nicht. Also Neighbor hat schon vom Hell habe ich schon gespielt. Der Waschkeller ist versperrt. Kenne ich, aber da konnte ich was machen. Da konnte ich was anklicken. Da geht ja gar nichts. Also die Türe ist klar. Da kann ich rein, raus. Ich könnte jetzt da drauf klicken, aber da erwischt er mich. Mein lieber Mann, die sieht ja wirklich wunderschön aus. So oft wie du do. War das eben Tatortmusik? Ich habe keine Ahnung. Leute, verzeiht mir meine Dummheit, aber ich kann nur nichts nehmen. Guck, alles, was ich achte, geht nicht. Ich kann jetzt wieder hoch. Zeigt mir zwar einen Pfeil durch hier. Ah, okay, da geht's noch weiter. Du hast einen Stuhl. Ein Schreibtisch. Aber kann ich irgendwelche Gegenstände nehmen, mit denen ich dann was machen kann? Ihr Bild hängt zumindest schon rüber im Bild. Du hast es schwer. Wie nehme ich denn Gegenstände? Geh mal in die Einstellungen. Sammle Gegenstände in den Regalen. Ach du. Ah, okay. Die Fallen leuchten auf in Mauszeiger und sie können auch Doppelfallen erstellen. Okay, aus der Regal. Ah, okay. Ich kann nur Gegenstände aus der Regale nehmen. Oh, was ist denn das? Ey, wie brutal ist das denn? Ich kann doch dazu. Wer will's denn heiraten? Dann bringt's ihn zur Strecke. Es. Okay, und die Fall soll ich durchstellen. Jetzt. Okay, was ist denn das? Was soll denn das so sein überhaupt? Guten Tag. Ach Mensch, kann man mal einen Ruf nehmen, ohne dass du jedes Mal rein spazierst? Ich spiele gerade Demo, willst du sehen? Das ist so ähnlich wie Neighbor vom Hell. Ja. Aber ich spaziere bei dir auch nicht ständig nah. Ich habe das nur gemacht, weil man Schuhe aus dem Fenster. Ja. Was ist da aus dem Fenster? Das heißt, du musst doch auf, weil irgendwas aus dem Fenster hat mir so. Nein, in der Regal. Über der Heizung ist runtergekracht. Und hat den Schlumpf aus dem Fenster geworfen. Den will ich jetzt holen. Dann macht es. Lange Geschichte. Man haut es nicht leicht, aber leicht tut es er mich sagen. So, okay. Was ist denn jetzt für die Tour, du? Okay, geh mal. Sorry, dass ihr müsst mich jetzt do, so lang. Ich habe einen Sturz erfolgreich überlebt. Tschüss. Mann, das muss schließen. Tschüss. Ah, ich kann das in sein Popcorn mischen. Ah, okay. Versteck dich. Geh die Tür raus. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Der arme Kerl. Ich hab nichts getan. Man kennt Männer, hätte ein bisschen Zorn, gell? Man jetzt. Okay. Oh Gott, der rennt jetzt gleich in die Kirche. Jetzt hätte ich Doppelfalle aufstellen können, nämlich das. Stirbt der gerade?
Ach, der kriegt Durchfall? Oh mein Gott. You won, okay. Ja gut, es war easy. Okay, das war, wir sind jetzt bei 10 Minuten. Ich bin hier mehr rumgeschlappt wie recht oder schlecht. Merkt den Modonai. Mia liebt Naruto, das kennen wir ja schon. Ich stelle mal noch ein Falls. Versuche ich das mal alleine. Boah, das war fies. Aber ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht gemacht. So, das ist witzig und genau das ist das auch, was ich euch präsentieren will. Einfach was Witziges zum Abschalten. Okay. Ey, ist die fies. Ich würde einfach sein müssen, aber so Rache zu üben. Ah, du lädst auch die Zeit. Ich habe nur 2 Minuten Zeit. Okay, wo ist er dann? Ich würde erst mal gerne wissen, wo er huckt. Wo ist denn Haru? Ah, da läuft er. Er geht in die Küche. Geht auf den Balkon. Okay, das heißt, ich muss den Kühlschrank irgendwie präparieren. Er trinkt Milch. Okay, das heißt, wir brauchen was, um die Milch auszutauschen. So gehe ich in die Küche. Gehen wir auf den Balkon. Wo ist er, Nitti? Bevor er uns erwischt. Das ist das Prinzip von... Was ist denn das so? Kann ich das nehmen? Oh, er kommt. Ich bleib mal draußen. Mhm. Er läuft diesen Weg. Und trinkt einen Pott Milch. Das muss ich irgendwie präparieren. Nur brauche ich natürlich einen Gegenstand dazu. Oh, er denkt an sie. Das ist schlecht. Denkt besser nicht mehr an sie, aber hätte ich halt ja gesagt, ne? Okay. Was bitte ist denn da im Garten verbuddelt? Können wir das Ding mal ausbuddeln? Ich will es gerne ausbuddeln. Okay. Ich kann was aus Regalen nehmen. So. Was ist denn das? Da muss ich einen Fall aufstellen. Was ist denn das? Da damit muss ich die Milch präparieren. Okay, kann ich da noch rein? Hallo. Das ist ein bisschen blöd von der Steuerung. Ich komme immer auf den zweiten Bildschirm. Das sehe ich. Oh Gott, er träumt von ihr mit Herz und du regst dich so an ihm. Okay. Mit der Seche kann ich das Bett beaseche. Game over, weil ich zu lange gebraucht habe. Aber okay, das machen wir noch einmal. Es ist ein bisschen blöd von der Steuerung. Weil du kommst nicht so schnell rechts rüber. So. Aber okay. Links. Egal. Sag kein schlechtes Swimming-Spiel, so finde ich. So lustig irgendwie. Ja, ja, du Teufel. Das ist so von der Steuerung echt doof. Hallo, jetzt hängt's. Also, wir nehmen das aus dem Regal. Okay. Ohne kann ich nicht. Nein, ich. Luna Wettel. Das ist ein bisschen blöd. Also das dauert sehr lange. Und wenn ich dann verstecken muss, natürlich schlecht. So, passt auf. Ich brauche. Jetzt nur drüber. Ich brauche. Kann ich. Warte mal. Kann ich mit A gehen? Mit der Pfeiltaste? Nee. Wie sehe ich? Ich habe Gewinde. Okay, ab in die Küche. Ja, nur für komisch. Ah, ich muss dann M ohne Ober rum. Okay.
Ich konnte Kühlschrank nicht abwickeln. Der Kühlschrank geht nicht auf. Ah, das sind so Kuchle, die können wir durchlegen. Genau, raus. Ich muss gar nicht an den Milchbeutel. Das war knapp. Geh rüber, ich will das Ding aussägen. Das ist jetzt saudumm. Du, Navettel, jetzt reicht mir die Zeit nicht, noch 25 Sekunden. Weil ich da nicht rüberkomme. Das nervt mich jetzt aber gerade mutierisch. So, ich wollte das Bitbe aussägen. Ab, ab, ab. Ob die Zeit reicht, weiß ich nicht, da haut mich. Ah, okay. Noch einmal, das ist von der Steuerung. Also ich meine, das Spiel ist ja noch in Arbeit, es ist ja noch nicht fertig. Das muss schneller gehen, dass ich mit der Maus rechts oder links kann. Das ist ein bisschen, weil das reicht ja dann von der Zeit her nicht. Okay, wir müssen jetzt, was wir machen müssen, vielleicht schaffen wir es. Was ich mit dem Gewinde aber machen soll, weiß ich nicht. Okay, weil, seht ihr, ich bin auf dem Bildschirm. Und es geht da ganz übel rüber. Also das ist... Und es liegt nicht an meinem PC, weil der schafft so. Spiel easy. Das ist das, was ich meine. Das ist... Das dauert so lang. Solltet ihr das Video sehen. Aber das gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich kann gar nicht richtig ganz nein. So. Er ist in die Küche. Jetzt warte ich, bis er fertig ist. Dann gehe ich in die Küche. Was ich da machen muss, ist klar. Wenn er in die Küche ist, muss ich schnell in sein Schlafzimmer. Ich habe doch dort drauf geklickt. Okay. Letzter Versuch. Aber Prinzip finde ich witzig. Also die Story dahinter finde ich witzig. Wäre sowas für Flammi. Die Neighbors vom Hell geliebt. Das haben wir auch als gestreamt. Noch auf dem alten Kanal. Ist schon lange her. Hat aber riesig Spaß gemacht. So. Nee, halt. War du bei Flamme. Spiel. Stimmt nicht. Okay. Nur, wie gesagt, Steuerung durch Habats. Ich gucke aber später nochmal in der Einstellung, vielleicht liegt es an mir. Und ich habe es falsch gesehen. Geh jetzt mal. Echt? Das nervt mich, Leute, das nervt mich. Das langt man nicht von der Zeit, oder? 2 Minuten. Okay, ich warte, bis er einmal rüber ist. Dann läuft man da hin. Was mache ich mit dem Gewinde? Soll ich das ins Kisse machen? Ins Kisse? Okay, jetzt nehmen wir das. So hin. Er lebt sie immer noch. Ob raus mit der? Zack, zack, schnell, schnell. Wo bist du? Was mache ich mit dem Gewinde?
Ich habe einen falschen Fehler gemacht. Ich habe keine Ahnung. Zu spät. Jetzt soll er mich doch noch erwischt. Okay, leicht ist es nicht, aber das, wie gesagt, Prinzip von Neighbors to Hell. Okay, ich will jetzt mal kurz in der Einspielung gucken. Aber du gibst eigentlich nur Musik. Und Ton. Sonst nix. Okay, also das ist so lang es dauert, bis man irgendwo hinlaufen kann. Das ist natürlich bei 2 Minuten 25 schon eine Beeinträchtigung. Ansonsten finde ich das Spiel nicht schlecht. Cool wäre es, wenn man es zu zweit spielen könnte, ne? Aber ja, finde ich nicht schlecht, finde ich auch nur witzig, Spiel zum Streamen. Okay, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Ja, und das war's. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Zusehen und bis bald. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich. Und ein Kommentar ist immer sehr schön. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.